Jo, hi. Oh, freundlich. Wusste ich aber. Ich habe auch einen Text, also hier ging es ja schon sehr oft über Liebe und ich habe jetzt einen Text über Verliebtsein, beziehungsweise nicht mehr verliebt sein, wenn man dann zusammen wohnt. Da habe ich viele Erfahrungen gemacht. Wundert euch nicht, ich werde wahrscheinlich gleich ein bisschen schnell reden, weil der Text eigentlich zu lang ist und Felix immer so böse guckt, wenn die Zeit knapp wird. Er heißt Ein guter Grund zum Streiten. Wenn du dich verliebst, dann ist das so ein absolut geiles Gefühl. Dein Herz macht klopf, klopf, dein Körper brumm, brumm und dein Kopf macht einfach nur hui. Endorphine und all die anderen Drogen, die dein Körper auf legale Weise erwerben kann, ballern durch deine Nervenbahnen und verschaffen dir ein Feeling, als hättest du einen Minion gefrühstückt. Deine gesamte Wahrnehmung verändert sich. Überall siehst du plötzlich nur noch Herzchen, Luftballons, Bananas und Herzchen, Luftballons mit Bananas. Alles ist so unglaublich und bei jedem schüchternen Blick bist du einfach nur geflasht. Diese Frau ist tief in dein Herz gedrungen, dieser Kerl hat dir den Kopf verdreht und du fühlst dich wie eine Prinzessin oder wie ein Pirat oder was auch immer du gerne sein willst und dein Herz verspricht dir das höchste Glück bis ans Ende deiner Tage. Ihr redet von heiraten, Kinder kriegen und Reihenhaussiedlung und was dir früher viel zu erwachsen war, ist nun wie das goldene Ticket in die Schokoladenfabrik. Ihr gebt euch sogar Kosenamen und denkt, das wäre okay. Nein, niemals. Eure Freunde hassen euch, weil ihr so ekelhaft glücklich ausseht und auch in Gesellschaft nie die Finger voneinander lassen könnt. Da ist noch diese fulminante sexuelle Energie und ihr treibt es an Orten und in Positionen, von denen ihr vorher nicht gedacht hättet, dass das überhaupt geht. Kurzum, ihr seid offenbar das einzig wirklich glückliche Pärchen auf dieser elendseinsamen Welt und dann macht ihr den Kardinalsfehler. Ihr zieht zusammen. Menschen sind nicht dafür gemacht, zusammenzuwohnen. Das bekommen wir doch schon im Elternhaus beigebracht. Man ja, so. Ich habe keine Zeit. Man geht sich gegenseitig auf den Keks. Stundenlang ist das Bad besetzt und immer gibt es nur Streit, Streit, Streit. Und erst als du die heimischen Gefilde dann endlich verlassen darfst, wird dir langsam bewusst, okay, meine Eltern sind ja gar nicht so schrecklich, wenn sie nur weit genug weg wohnen. Dafür wohnst du dann in einer WG und musst dich mit nervigen Mitbewohnern rumschlagen, die ständig ihre dreckigen Teller rumstehen lassen. Oder die dir damit auf den Keks gehen, dass du endlich mal dein Zeug wegräumen sollst. Es gibt ständig laute Musik, einer zahlt seine Miete nicht oder kackt in die Dusche. Euer Lachen ist beunruhigend. Wir merken doch, dass das nicht funktioniert. Warum kommen wir also auf diese bescheuerte Idee, ausgerechnet mit unserem Partner, also mit jemandem, den wir ja eigentlich mögen, zusammenzuziehen? Am Anfang ist es ja noch so aufregend. Wohnung suchen, gemeinsam einrichten, der erste Sex im gemeinsamen Bett oder auf dem frisch verlegten Laminat. Doch ganz allmählich wird dir klar, dass doch nicht alles so perfekt ist. Die hochgeklappte Klobrille, die Haare in der Dusche, ständig bringst nur du den Müll runter und du kannst nicht mal mehr in Ruhe zocken. Seit sie Sims auf deinem Rechner installiert hat. Schön. Waren da anfangs noch die tiefsinnigen Gespräche bei einem Glas Wein, folgen schon bald die faulenzigen Abende vor dem Fernseher. Der Streit um die Fernbedienung geht los. Sie hat keinen Bock auf Fußball, du verabscheust den Bachelor oder das Dschungelcamp. Die Zeit der romantischen Komödien ist auch vorbei. Frauentausch spiegelt jetzt eher eure Lebensrealität wider. Sorry, man tut sich auch keine Gefallen mehr. Am Anfang bist du sogar noch mit zum Poetry Slam gegangen, obwohl du immer ein kleines bisschen weinen musstest bei all den gescheiterten Existenzen auf der Bühne. Naja, das Sexleben ist auch eingeschlafen, irgendwie. Am Anfang war es noch so unglaublich geil, sich gegenseitig die Klamotten vom Leib zu reißen und sämtliche Bereiche der neuen Wohnung auszuchecken. Aber dann seid ihr faul geworden, sitzt im Jogginganzug oder im Bademantel auf dem Sofa und habt irgendwie nicht mehr so richtig Bock, euch körperlich zu verausgaben. Viel zu anstrengend und so. Du weißt, dass er doch nicht so gute Manieren hat, wie du dachtest, oder dass ihre lauen Lüftchen vielleicht doch nicht nach Frühling riechen. Ist so. Aber ihr gewöhnt euch dran. Schließlich müssen wir uns ja so akzeptieren, wie wir sind. Es gibt zahlreiche erste Male, aber nicht mehr auf die gute Weise. Auf den ersten Pups folgt das erste Mal dabei sein, wenn er drauf aufs Klo geht, das erste Mal Mief nach dem Kacken, das erste Mal Beef wegen alter Geschichten, das erste Mal kein guter Nachtkuss, das erste Mal Streit, das erste Mal Türknallen, das erste Mal ich zieh aus! Dann die erste Versöhnung. Aber Versöhnungssex scheint ein Mythos zu sein, oder? Wusste ich. Dir wird bewusst, dass aus ersten Malen ständige Wiederholungen werden und du kommst ins Grübeln.
Ihr seid zwei Menschen, die sich irgendwie gefunden haben, aber in Wahrheit seid ihr so unglaublich verschieden. Und jeder einzelne Unterschied scheint ein guter Grund zum Streiten. Und dann stehe ich plötzlich da und frage mich, wie es weitergehen soll. Oder ob es überhaupt weitergehen soll. Und dann denke ich mir, Moment mal, was für ein Schwachsinn. Natürlich soll es das. Wir haben unsere Fehler, ja, und es ist nicht immer leicht, damit klarzukommen. Ich liebe nicht jeden deiner verdammten Fehler, vielleicht liebe ich nicht mal einen einzigen. Aber ich liebe das Gesamtpaket. Außerdem weiß ich, dass ich genauso meine Fehler habe und ganz egal, wen im Leben ich noch so treffen könnte. Er oder sie würde auch ihre Fehler haben, weil wir Menschen sind. Wir streiten uns, schreien uns an und ja, sagen manchmal Dinge, die wir später nicht mehr zurücknehmen können. Das tut weh, aber es ist okay. Denn solange wir uns noch streiten, weiß ich, dass wir uns wichtig sind. Außerdem wohnen wir zusammen. Das ist zwar ganz schön dumm, fühlt sich aber doch irgendwie verdammt gut an. Und wenn wir uns für dieses Gefühl eben ab und zu mal streiten müssen, ja, was soll's, dann machen wir das und es ist gut. Dankeschön.